Können Sie sich noch an die Zeit von Jukeboxen, Schellack und Vinyl erinnern? Für Familie Freitag sind das nicht nur bloße Erinnerungen. Denn seit über 40 Jahren sind die alten Musikboxen die große Leidenschaft von Wilfried Freitag und seiner Familie. In seinem Museum zeigt er über 100 funktionsfähige Kultobjekte. Mich fasziniert eigentlich von den Boxen, dass man aus nichts noch was machen kann. Da gibt es Boxen, die sind in sehr desolaten Zustand, die irgendwo 40 Jahre oder was in einer Scheune gestanden sind und ganz schlecht im Zustand sind. Und da fasziniert mich, dass man das wieder zum Leben erwecken kann. Im Alter von 8 Jahren hat der passionierte Sammler sein erstes Gerät geschenkt bekommen. Seither hat ihn die Faszination nicht mehr losgelassen. Heute ist er im Besitz von rund 150 Jukeboxen, die er aus der ganzen Welt erstanden hat. Anfang der 70er Jahre hat die Musikbox an Bedeutung verloren. Wilfried Freitags Vater kann sich aber noch sehr gut an den Jukebox-Trend erinnern. In unserer Jugendzeit haben wir ja eigentlich nicht viel Vergnügen gehabt. Er hat das Kino gegeben und dann hat es bei den Jukeboxen in den Lokalen diverse Tanzmöglichkeiten gegeben. Das hat um einen Schilling, haben wir halt noch ein paar Schilling verbraucht und haben ein paar Rock'n'Roll oder Cha-Cha-Cha oder Tango, was immer, getanzt. Und sich so vergnügt. Das wertvollste Exemplar im Museum schätzt Freitag auf rund 12.000 Euro. Ihn fasziniert daran die Drehwalze. Auch Wilfried Freitag Junior ist seit frühester Kindheit an Fan der Kultboxen. Wenn der Papi irgendwas repariert hat, dann habe ich gesagt immer, Papi auch oder Papi, warum das? Und habe immer zugeschaut und das hat mich einfach dann interessiert mit der Zeit. Dann habe ich auch schon gewusst, das ist der Münzprüfer oder das ist der Verstärker. Und die alten Schätze bedeuten ihm mehr als MP3-Player, iPod und Co. Neben dem Marktführer Wurlitzer haben es der Familie vor allem Jukeboxen deutscher Marken wie Seeburg angetan. 5 bis 10 Jahre dauert es oft, bis man die gewünschte Jukebox findet. Ein halbes Jahr braucht Familie Freitag zur Restaurierung. 3 Männer, eine Leidenschaft. Freitags Frau weiß damit umzugehen. Diese Hobby ist nicht ganz einfach. Es braucht man viel Toleranz, weil sowas muss man auch akzeptieren. Und wenn schon die 3. Generation im Haus wuchs, also für Toleranz und für Akzeptierung kommt. Das sind meine Wörter. Familie Freitag macht die Sammlung nun auch anderen Liebhabern der Kultobjekte zugänglich. Am 4. September eröffnet ihr Jukebox-Salon in Ziersdorf. In Zukunft sollen hier auch Veranstaltungen wie 5-Uhr-Tees und Geburtstagsfeiern stattfinden.